Der Maschinenraum bei der Halberg, der war ja auch schon, Ja gut, der war das ist gut. ja, den kann man ja unvermieten. Stimmt. Also Ja, für den, was hat man denn normalerweise an Bord immer so gehabt auf dem Segelschiff? Ein Schreiner. ja, Ja, da unten noch ein Schreiner rein. oder thailändische Köchin. Ja. Das ist ein kleiner, also Ja, oder noch ein extra Kühlschrank fürs Bier. das wäre natürlich. Das, man muss Prioritäten setzen, Leute. Ich verstehe aber nicht, dass die nicht, dass auf der Messe nicht irgendein Hersteller dann hingeht und einfach mal ein Boot ausstellt, das eigentlich auch für die eigene Nutzung, also aus Ja. meiner Sicht, eigene Nutzung ist, eine drei Kabinen, damit ich das Boot verschattern kann Ja. oder hinterher besser verkaufen kann nach dem Charter, Ja. sondern eigene Nutzung aus meiner Sicht sind zwei schöne Kabinen, eine schöne eigenständige Dusche. Ja. Und meinetwegen Toilette und Bad zusammen, weil wenn man auf die Toilette war, will man sich die Hände waschen. Das ist in Ordnung schon. Meistens. Aber ich möchte beim Nicht Duschen nicht immer alle. das Toilette, nicht immer die Toilette mit abduschen. Ja, man will Also, ja auch nicht immer alleine duschen, oder? das ist der nächste Punkt. Das kommt ja noch Der dazu, viel oder? wesentlichere. Ja, Also, es muss ja zumindest noch eine ja. Dose Bier mit reinpassen. Ebel. Aha, was hast du gefunden? Der Weinkeller. Fancy. Der Weinkeller. Das ist ganz anders verarbeitet. Schaut mal, da sind die Ecken sind abgerundet. Hier, ja, da oben Handreling. Ja, auch hier, das ist alles ganz anders verarbeitet. Ja. Was willst du? Drücken geht rauf. Ja, genau. Aber das ist eine ganz andere Nummer. Küche. So. Ja. Ja, von Marigold. So, Salon. Galli. Blackie, die kostet 735.000. So, gehen wir mal vorne rein. So. Ja. Das ist immerhin mal was, ne? Da ist die. Ist was. Während eben du am Dusche bist. Ja. Dann sollst du halt noch die drei Geschwister. Die Waschmaschine ist auch dabei, ja. Alles gut, okay. Aber das ist mal was. Hier ist die Dusche getrennt. Ne? Hier ist die Dusche getrennt. Also man duscht nicht. Man hat Platz. Ja. Hast du genügend Platz zum Duschen? Ja, was reicht. Das ist schön gemacht. Das ist cool. Toilette. Ne? Okay, das hätte man jetzt noch ein bisschen mit Silikon schmieren können. Aber da fehlt es. Ja. Also, ja. Das ist gut. Das ist gut gelöst mit dem Bad hier. Ah! Für Messerzwecke haben sie extra den. Ja. An der Seite, den man bräuchte, um es aufzumachen, ja. Entfernt. Und okay. Kann ich das dann auch wieder zumachen? Ja. Was ja. Hier immer mit immer hin? Das ist gut. Das ist also. Das war gut. Elektrische Toilette. Ne? Nicht mit Handpumpe. Das ist schön hier. Das ist. Da, hier, Leute. Das ist der Lottogewinn, genau. Das ist schön. Das ist so. So. Ja. Das ist so eine Flä. Guck mal hier, Flätsecke. Das ist cool. Die Ecken. Das ist als Beispiel nur mal jetzt hier die. Wie sie die Kanten verarbeitet haben. Da ist nichts. Da ist keine. Kleine Kanten da, so wie es an dem anderen Boot, das also ab dem rechtwinklig war, wo der dann den Dates anstößt. Und sie auch ja, ich komme noch dann. Ich komme nach Lesers. Ja. Das ist schön, das ist schön. Das ist, ich finde es jedes Mal toll. Gut.
ins Maschinenraum geguckt. Kannst du zweite reinmachen für die Redundanz? Ah, guck mal hier. Da unten kann man auch den Geschirrspüler reinbauen. Das ist das. So, der Maschinenraum. Da ist mal Platz. Ich muss mich da mal kurz reinquälen. So sieht das dann aus hier unten. Oho, hier ist glatt. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist der Motor. Ja? Ist mit dem Keller? Da ist genug Platz. Oh, da ist schön Platz, da kann man arbeiten. Das ist gut. Ich muss aber erstmal wieder raus. Ja. Das ist mal was hier. Da kann man schön arbeiten. Das ist lustig. Da kommt es auch richtig gut an alles dran. So. Jo. Wir waren ja alle mal Kunstturner in der Schule. 750.000 habe ich als Thai-Bad. Ja, das reicht für Visum für ein Jahr. Vorne. Ach, vorne ist der. In der Dusche. In der Dusche? Nee, die gibt's nicht hier. Du musst da noch dazu. Ja, Plastikgeschirr in die Waschmaschine. Also, eigentlich einmal geht's. Einmal geht's immer. Ich weiß, alles ins Netz hinein, ja. Einmal über Bord und dann 20 Minuten wieder rausholen. Ich habe das Kind schon probiert für meine Oma. Einmal geht's. Nee, hat's nicht überlegt, aber einmal geht's. Find mal den Weinkeller. Wir können eigentlich gleich hier sitzen bleiben. Jetzt macht nichts. Gleich mal testen, wie gemütlich das ist. Also die Schweden haben keine Sorgen. Das ist cool. Ja. So sieht das dann aus später. So sieht das dann aus. Ja. Da kann man drauf legen. Das ist okay, das ist gut. Das ist gut. Gürzi, Anki, Servus in die Schweiz. Ne, Quatsch, du bist ja unten in Thailand. Grüße von der Bootsmesse in Düsseldorf. Wir gucken mal nach Booten, die wir nicht kaufen werden. Ist gut, ne? Geht's dir gut, Anki? Ja. Das mit dem Bad ist cool. Das ist gut. Ja, wir gehen wieder raus. Platz machen für die anderen. Das ist mit den Bädern, das ist super. Ja, ich bin hier mit meinen Fliegerkumpels. Wir sind da drei Piloten, die jeder ein Boot suchen. Der eine könnte heute nicht, das sind wir hier zu zweit unterwegs. Und ja, schauen wir mal. Es soll ja alles über 40 Fuß sein, was wir haben wollen. Das ist das schön. Das ist so die Fläts-WG. Ja, so. Ja. Guck mal. Hier. Im Oberraum? Ja. Achso, hier kannst du im Oberraum. Das ist klasse. Ah, schau mal hier. Ja, das habe ich clever gemacht. Das ist klasse, ne? Das ist echt klasse, ja. Wie so ein kleines Kleidchen. Ja. So, hier, ne? Halberg-Rassi. Lass uns mal eine Runde drehen. Ja. Was toll ist, aber ganz toll. Das ist mit der Gutschein hier von hinten aus. Das ist gut, ja. Man kann schon morgen vorne mal zum Sonnenhof gehen. Ja, klar. Da hast du halt Platz, ne? Sag, wär's. Hättest du mal was sagen können, wer mitkommt? Du, das war ganz spontane Sache. Wir wussten gar nicht, dass wir heute da fahren konnten, weil mein Kumpel hier, der Albert, der ist ja Pilot auch und ja. Und der ist dann zufälligerweise doch heute Morgen zu Hause gewesen.
Und dann haben wir uns ins Auto geschmissen und sind heute Morgen um 7 losgefahren. Ja. Schon schön, ja. Was denn? Also bevor ihr euch einen Chat mietet, das ist wie beim Boot. Umso größer, umso besser. Und denkt dran. Ja, wenn ihr ordentlich duschen wollt, dann müsst ihr mit Emirates fliegen. Und immer dran denken. Das kommt. Der Schuh des Mannes. So. Jetzt gehen wir nochmal alle Kappen und dann beiden wir los. Ja, aber dann Howdy. Ciao, bis zum nächsten Mal bei Piloten, die segeln. Und Klammer wollen.